Herzlich willkommen, liebe Skalafistinnen, Rastafarians, Eskelisten, sonstige Androiden und andere, zum 16. Treffen des Curryclubs hier in der zweitschönsten Stadt Bayerns, Augsburg. Karis wird mit dem ersten Vortrag beginnen. Gegenstand seiner Präsentation ist Cobra, das Proof and Code Presentation Framework. Also gewissermaßen haben wir eine Meta-Präsentation vor uns. Also das Tool ist hier von Martin Ring. Martin Ring ist bei DFKI Bremen ein Doktorand von Christoph Lüth. Und die Gruppe dort in Bremen, die ist also seit Jahrzehnten schon so will, Anwender. Und wir haben auch so eine Art, also so ein Präsentationssystem. Ich habe ja beim letzten Mal Isabel, die Puva-ID als Präsentationssystem benutzt, dass ich also immer im Editor irgendwas gezeigt habe. Und es ist natürlich vom Rendering her jetzt vielleicht ein bisschen weniger schön, als wenn man jetzt wirklich HTML nach heutigem Stand der Technik machen kann. Und der Martin, der arbeitet schon seit ein paar Jahren, seit 2013 oder seit 2012 arbeitet er da dran, mit dem Isabel Scala Pide mit dieser Library irgendwie zusammen so ein Frontend zu machen. Erst so ein Web, also ein Server-Frontend und jetzt so ein Präsentationssystem. Das habe ich hier schon am Laufen, also das ist einfach Firefox hier und der Firefox, der zeigt also die Präsentation an. Als Quelle ist das einfach so ein HTML-File, was so ein paar Texte hat, das können wir uns nachher noch ein bisschen anschauen. Und da tue ich halt einfach im Browser hier so navigieren, also dieses Presentation Engine, das ist hier Reveal.js. Wer kennt das? Reveal.js? Hey! Da können wir nachher dann noch drüber reden, was das ist. Also ich habe es zum ersten Mal gesehen, ich habe das hier nur zusammenkopiert, der Framework for easily creating beautiful presentations using HTML and Vue.js comes with a broad range of features including nested slides, markdown contents, PDF export, speaker notes, JavaScript API. Da kann man diese zweidimensionalen Slides machen, also man kann hier unten dann irgendwie noch so Zusatzslides machen, die nicht so auf dem Haupttrack liegen, da habe ich jetzt also hier so ein bisschen HTML reingeklemmt. Und hier als noch ein Beispiel, also in Mathematik, da hat der Martin das alles, das ist beim Reveal.js schon drin, das Must-Checks in der Tech-Notation oder in der Must-L-Notation. Wenn man das in der Quelle sehen will, aber das kennen die Leute hier wahrscheinlich sowieso alle, also es ist dann nur für mich das erste Mal, dass ich irgendwas mit Must-L mache oder mit Must-Checks. Ich habe das einfach hier zusammen kopiert. Das war hier diese LaTeX-Sache und das war hier das Must-L. Das ist insofern also die Präsentation heute ungewöhnlich, weil ich was zeige, was außerhalb von Isabel liegt. Aber HTML auch mit Isabel wieder. Ich werde das zum Anlass nehmen, mal darüber nachzudenken, ob wir bei uns die HTML-Ausgabe so modernisieren, dass wir sowas dann auch ausgenerieren können. So, also das ist die Präsentationsmaschinerie, die hat der Martin Ring da verwendet und der hat es dann alles integriert mit Scala.js. Wer kennt Scala.js? Da müssen wir irgendwann mal eine Session drüber machen. Das ist also ein relativ neues Projekt, wo halt Scala, die Quellsprache, auf JavaScript kompiliert wird und wo die zu den üblichen Libraries auch irgendwelche Verbindungen haben. Und das ist ein recht gutes Projekt. Da sind so ein paar sehr eifrige Leute dabei. Also hier steht, das ist auch kopiert von der Website, hier ist Scala.js, ist ein Compiler mit Compile Scala Source Code to Equivalence JavaScript Code. That lets you write Scala Code that can run in a web browser. In other environments, Chrome Plugins, Node.js auf dem Server oder sowas, wird JavaScript supported. Was der Martin Ring gemacht hat, der hat seine Sachen, sind alle Scala, und dann verwendet er Scala.js, um die Client-Seiten auszukompilieren. Und die Server-Seite ist dann einfach, da ist mit den vorhandenen Mitteln von diesem Acker, Aktoren, von der Aktoren-Library, da ist so ein HTTP-Server offenbar drin. Dann hat er also auf der JVM einen Server laufen. Und der Client, der hat dann auch nochmal einen Code hier, der mit dem, dem Scala-Code für die JS-Plattform gemacht ist. Und da integriert der Martin das alles und das haben wir hier am Laufen sozusagen. Wo wir dann diese ganzen JavaScript-Sachen. So, also wir haben einen Browser am Laufen, der spricht zum Server und der Server hat dann, läuft auf der JVM und dann spricht der über das PIDE-Interface zu Isabel oder zu anderen Sachen. Ja, mal Isabel, weil ich gerade das Thema auf schwarz gewechselt habe, sieht das ein bisschen komisch aus, aber das macht nichts. Also wenn ich jetzt hier, das hat der Martin Ring gemacht, dass man das hier so editieren kann. Wenn ich jetzt hier ein Lambda, genau, Lambda, fx, sowas hier, dann habe ich hier so einen Term.
habt ihr hier so eine Methode, das ist der Curry-Operator. Und wir haben sozusagen ein Präsentationssystem, wo ich so kleine, also man kann da so Sourcen referenzieren und Snippets aus den Sourcen hier einbinden in die Präsentation. Und da drin dann, also da habe ich einfach ein leeres Feld, einen normalen Theorie-Kontext. Man kann es dann was machen. Ja, wie Tex-Mex. Naja, es ist wie Isabel. Also, er hat es ein bisschen nachgemacht. Das habe ich noch darauf hingewiesen. Also, in der 1.0.1-Version war es nicht. Dann das letzte Mal hat es in Realzeit dann noch ein bisschen ergänzt, aber das haben wir es ja nicht mehr geschafft. Also, hier kann man im Prinzip mit Isabel arbeiten. Und es ist halt dafür gedacht, dass man da jetzt von mir eine Vorlesung macht und dann den Leuten da was zeigt. Wenn man jetzt da hier irgendwie so drüber hoppert, dann zeigt der Martin hier den Markup, der da, dahinter steht. Also hier wird der formale Status erklärt. Das ist in der normalen IDE von Isabel so ein Pop-up, so ein Tooltip. Hier ist das dann also kumulativ die ganzen Sachen, also freie Variable, dann hier diese konstante Konjunktion und diese Preis. Also das ist dieser Bereich, also das ist jetzt zum Beispiel die Unterkonjunktion. So, da kann man das so ein bisschen erklären. Also da kann man die Isabel-Vorlesung machen. Hier hat der Scala auch gemacht. Das ist also so ähnlich. Da wird der Presentation-Compiler verwendet von Scala. Das ist aber nur statisch. Also wenn ich jetzt da irgendwas Falsches mache, so, ja, dann kommt ein Fehler. Oder es ist irgendwie, also es ist jetzt hier Postfix-Methoden-Anwendung, was Blödsinn ist. Also hier ist das gleiche Prinzip, also ich kann das so im Textbereich hier so wählen, anwählen und dann erzählt er einfach, was ist der formale Status von diesen Dingen, die ich da markiert habe. Das ist aber eine rein statische Sache, also es ist nur dieser eigene Presentation Compiler von Scala, da kann man nicht so laufen lassen. Dann hat der Haskell auch noch, also weil die halt in Bremen, die machen halt Isabel und Scala und Haskell hauptsächlich. Und das ist dieses GHC-Mod, was da verwendet wird. Das ist zum Beispiel für Emacs so ein, also ist ein Tool, mit dem man Reports über Haskell-Sourcen bekommen kann, die man Texteditor dann irgendwie verwenden kann. Also es ist eine statische Analyse der Sourcen. Und das wird halt kontinuierlich an das Tool im Hintergrund gegeben, aber man sieht, so. Und jetzt können wir da auch so irgendwie drüber hoffen, zum Beispiel hier drauf, und das GHZ-Mod liefert halt diese Informationen und der Martin zeigt das halt da. Also es ist eigentlich alles gleiche Prinzip, das sind so kleine Module, die diese Sprachen ankoppeln. Und bei Isabel ist das eine normale interaktive Session, da kann man also relativ viel machen, und bei Scala ist es halt der Presentation Compiler und bei Haskell ist es dieses GHZ-Mod. Und jetzt ist hier noch eine vierte Sprache, ML, weil wir nämlich Isabel am Laufen haben und wir innerhalb von Isabel ML machen können. Also können wir hier in diesem Fenster, da habe ich einfach ein Snippet vorbereitet, wo das ML-Kommando Isabel abgesetzt wird. Das ist jetzt wieder dynamisch, das ist also nicht, das ist nicht nur statisch, sondern auch dynamisch. Da kann ich hier den Compiler fragen, was der da für Informationen geliefert hat. Und ich kann hier irgendwas auswerten da. Und das ist also Isabel ML als Beweis dafür, die Information vor allem diesen Term wieder da rein. Ich kann also auch die Quotations machen. Der Term, die hier Lambda. Dieser Curry-Operator, der jetzt hier als wir fragen wieder das System, was das eigentlich ist hier, und er sagt, das System ist ein bisschen viel, das passt nicht mehr rein. Das ist der Term, den wir sehen, und das ist der Ausgang, die im Endeffekt genau, also es ist immer das gleiche Prinzip. Zur Beschreibung des Slides verwendet der Martin so eine angereicherte, das ist nicht mein Name, das ist das hier, das ist jetzt
Blöde an diesem Editor Window, dass diesen Konflikt mit den Tasten von dem Präsentationssystem, das kann ich also hier zum Beispiel rausgehen. Und das sind die Quellen der Präsentation. Das ist eigentlich nur HTML, ein bisschen zusätzlich hier. Und wenn man da solche Sprachen einbinden will, hier war das Scala, da habe ich das direkt hier als Scala-Source drin. Das Haskell ist ein Snippet aus dem File, aus diesem Test-HS. Test-HS. Da sind hier so Meta-Kommentare des definierten Snippets in einem File. Da war auch so eine Test-Serie für Isabel. Da habe ich hier so einen Theorie-Kontext aufgesetzt und dieses Welcome war da am Anfang. Und auf diese Snippets kann man sich dann beziehen in der Präsentation. Also das ist dieses JS plus diese Code-Snippets, die dann da besonders interpretiert werden. Okay, das war's eigentlich. Also ab sofort machen wir alle Präsentationen mit. Also man soll dem Martin da helfen auch noch. Bei GitHub, Martin Ring. Rechts oben kann man klicken. GitHub, folgt mir auf GitHub, hier ist das. Gabeln Sie auf GitHub. So, also das ist diese, das geht immer hier hin und her. Das ist die Seite und das ist diese auf dem Ring. Und der Martin hat darum gebeten, hier sehr viele Sterne zu vergeben, weil er bei Homebrew gerne Punkte haben möchte, dass er da also was anbieten kann. Ich meine, er braucht hier eine bestimmte Anzahl Sterne. Und er hat auch darum gebeten, Issues und so weiter hier. Also er ist da sehr flink. Er hat jetzt auch, was der Lars gerade sagte. Und er hatte ein cooles Hack da, oder? Bei Issues. Hm? Dead. Genau, sorry. Ach, technische Schuld. Ja, genau. Das war schon sehr progressiv. Das ist neu. Okay. Also dieses Konzept ist schon 10 Jahre alt, aber dass Manager das irgendwie berücksichtigen, ist sehr neu. Sogar Paul Phillips hat mich jetzt auch gemacht. Paul Phillips, muss man Paul dazu Phillips sagen, Paul Phillips, muss man dazu sagen, ist, glaube ich, immer noch derjenige, der den meisten Code zum Scala-Compiler beigesteuert hat, aber vor 2 oder 3 Jahren aus nicht ganz geklärten Umständen das Projekt verlassen hat. Aus klar geklärten Umständen in seiner Präsentation We're doing it all wrong von Ende 2015. Ja, nein. Das ist eine offizielle Aussage. Also der Paul Phillips hat da Tipps gegeben, wie man den Scala-Compiler richtig einbindet. Und wenn das alles fertig ist, werde ich mir jetzt ein bisschen abschauen, dass Isabel den Scala-Compiler auch besser einbindet. Also der Martin ist da sehr eifrig und sehr schnell immer. Also hier immer schön Sachen, er hat 5 Releases gemacht in den letzten 4 Wochen. Also da verspreche ich mir einiges davon. Hier steht so ein bisschen, was der Stand der Dinge ist. Also Isabel funktioniert schon ziemlich gut. Das ist schon die 2. Generation von so einem Interface auf diesem Isabel Kiedel. Hier steht Croc. Da haben wir gerade drüber spekuliert, bevor die Kamera an war. Also das bezieht sich wahrscheinlich auf Croc Kiedel. Und das war mal ein Projekt, das ich auch mitbetreut hatte, was im Moment aber nicht gepflegt wird. Irgendwann wird das vielleicht wieder reaktiviert. Und das mit dem ML haben wir auch kurz gesehen. Und hier schreibt er, dass also Scala und Haskell hier early ist. Also da kann man noch mehr machen und vielleicht auch ein Scala-Top und so weiter. Also mit Martin immer schön motivieren und bombardieren mit Anfragen. Und dann haben wir so ein ultimatives Präsentationssystem. Natürlich, Isabel mal die HTML-Ausgabe direkt für dieses Reveal auch mal machen, dass man ein bisschen schöner ändern kann. Okay, das war's. Fragen? Scala.js, geht das noch den Zwischenweg über Java Bytecode oder geht das wirklich direkt von Scala nach? Direkt. Die haben ihre eigene Intermediate Representation und im Prinzip nutzen sie halt einen Teil des Scala-Compiler Frontends mit, also Typer und irgendwie noch angekramt. Und ab dann passiert aber irgendwie komplett eigenes. Also dann gibt es halt diesen ER und dann läuft am Ende sogar noch ein Linker, der Full Program Optimization macht. Das ist von Google so ein Tool, das ist ein Verhandelstool. Ich glaube allerdings, dass Scala.js da noch eigenen Kram hat. Also wir müssen definitiv eine eigene Schicht. Es gibt da mehrere Schichten. Es gibt einmal den Scala-Optimizer, dann gibt es den Scala.js-Linker und ich glaube, ganz am Ende könnte es sein, dass noch irgendwie dieser Google-Closure-Compiler läuft. Aber der Scala.js-Compiler macht zum Beispiel noch sehr aggressives Unfolding, weil bestimmte Sachen, die sie aus Scala rauskommen, halt sehr aufwendig werden für
V8 oder anderen JS-Engines. Deswegen passiert da noch eine ganze Menge Zeugs. Weißt du, ob der dann auch Tailcall Optimization macht, weil die JVM macht das ja nicht. Also ich weiß, dass Scala schon vorher im Compiler bestimmte Sachen eliminiert. Ich weiß nicht hundertprozentig, ob Scala.js da noch mehr macht. Gut möglich, aber JavaScript kann seit, ich glaube, den neueren 2015er Standard Tailcalls. Echt? Ja. Also es nutzt auch PureScript ganz ausführlich. Dadurch, dass halt ein sehr dünner Wrapper quasi im JavaScript-Code ist, können die das relativ einfach übertragen. Das ist ein hochinteressantes Projekt und der Lars Huppel hat sich gerade bereit erklärt, demnächst dann irgendeinen Vortrag zu machen. Ich habe leider nicht allzu viel Ahnung von Scala.js. Ich habe nur verschiedene Vorträge mal von Sebastian gehört. Ja, das sind ziemlich coole Typen, die das machen. Das sollte man sich genau nochmal anschauen. Sehsterne. Die Diskussion ist hier. Ja, ich kann das gerade nicht, aber ich glaube, wenn wir wirklich mal was über Scala.js lernen wollen, dann sollten wir uns mal einen der Vorträge von Lee Howe anschauen, weil das ist so der Scala.js-Crack, also neben Sebastian natürlich. Das ist die Chinese. Aber in Deutschland oder in China? Ich glaube, er kommt aus. Also ich habe ja auch erst angefangen, das zu sehen. Ich werde bei Gelegenheit das, was Martin Ring halt gemacht hat, mir ansehen, wie er die Integration gemacht hat. Das ist ein lageres Zusammenspiel und dann ein bisschen damit dieser Welle rumspielen. Also vielleicht können wir bei Isabel nicht aufkommen. Wir können vielleicht bei Isabel standardmäßig damit Scala.js mal was machen, dann können wir Geschenke zersetzen. Also das normale Präsentationssystem. Nee, also war jetzt so ein Witz, aber. So. Also Jenkins ersetzen gerne, aber wodurch? Unser eigenes CI in Assembler-Code. Okay. Also in Lambda-Kalkül. Also keine offene Frage mehr. Das war's dann. Danke.